Oder können wir da irgendwas machen? Mal Leave Controller würde sterben. Bandits Renders, Bandits Renders. Okay. Wir lassen einfach durchlaufen. Wir sollten ja relativ schnell einen neuen bekommen. Ja, zack, tot. Dafür haben wir jetzt Waffen bekommen. Das heißt, die überlebenden Orks können sich besser ausrüsten. Und Level 5er Banditen sind ja noch besser als Level 7er Echsenmenschen, ne? Finde ich auch. Trotzdem brauchen wir erstmal gute Ausrüstung und hochleveligere Orks, damit da bei so einem Angriff keiner stirbt und wir nur die ganze Mana bekommen. Jetzt aber erstmal. Du. Warum können wir dich nicht foltern? Achso, weil ja keine Reihe drunter ist und hier keine Folterinstrumente auftauchen, das eventuell. Dann hätten wir gerne jetzt Pig Breeding. Und wir hätten gerne einen Schweinestall, den wir hier reinhauen. So. Pigsty. Was bist du? Zombie Level 2. Attack 27. Oh. Okay, ich sollte vielleicht doch nicht immer direkt auf die Level achten. Weil ein Level 2er Zombie ist anscheinend besser als ein Level 6er Ork. Ha. Zeig mal her. Ja, ein Zombie. Und wir haben ein neues Population Cap. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Trainingsraum gleich erweitern. Hier auch erweitern. Da nicht. Build a Workshop. Ja, ist in Arbeit. Ist in Arbeit. Wir brauchen nur erst mehr Mana. So, die Gefangene können wir euch jetzt foltern schicken. Ja, Torture. Torture. Gucken wir mal, wie schnell das hochgeht. Momentan dauert es recht lange, bis da ein Tick kommt. Schön, dass sie sich gegenseitig selber foltern. Also ganz ohne Aufsicht in allem. Doch schön freiwillig von dem Gefängnis dahin laufen. Und ja, es geht schneller. Nicht so über der Maßen schneller, aber ja, lässt sich halt nicht ändern. Du Statue. Tipp, tipp, tipp. Kann man durch Statuen durchlaufen, ist die nächste Frage. Also ob wir den ganzen Raum einfach voll klatschen können. Hm, müssen wir gucken. Licht hier oben vielleicht noch. Da. Im Folterraum auch, damit sie gucken können, wie sie gefoltert werden. Von ihren Freunden. In der Schatzkammer, damit alles besser funkelt. Bei den Statuen, damit es besser funkelt. Gold? Ach komm, Gold nehmen wir auch noch mit. Zack. Da hinten ist ein Fragezeichen. Das heißt, unser Keeper ahnt, dass da irgendetwas ist. Also eventuell ein Ausgang nach draußen. Hier bei dem Gold ein bisschen vorsichtig sein. Ja, schön, dass ihr euch gegenseitig verdrängt. Sollte vielleicht einer da reingehen und dann von da weitergraben. Genau so. Noch ein Ork dazu. 17er Level Cup. Sehr schön. Und ihr könnt auch das Gold so von Hand zu Hand weiterreichen und der Hinterste läuft dann zurück oder so. Das wäre praktisch. Gut, hier ist schon mal kein Ausgang. Das heißt, das kann ich in Ruhe weitermachen lassen. Wir brauchen 100 Mana für den Workshop. Was ist das? Ein Grab. Ja, mein Vampir! Was? Der hat nur Attack 19, Defense 17 und ist Level 8. Dafür kann er zaubern. Ja, okay. Mach weiter. Sehr cool. Die haben wir den ganzen letzten Durchgängen gar nicht gesehen. Obwohl wir jeweils immer ein Graveyard hatten und eine Folterkammer und was weiß ich. Trotzdem hatten wir noch nie einen Zombie, noch nie einen Vampir. Her. Forschung. Ah, Crafting ging so. Ach so, Traps müssen wir nochmal forschen. Bau bitte. Wo bauen wir das Ding hin? Bau mal hier rein.
hier rein, den Workshop. Zwar von unten begehbar. Workshop, gut. Und da schicken wir jetzt diejenigen rein, die schon etwas höheres Level haben und nicht mehr so sehr vom Training profitieren. Workshop. Fackel dahin und geh weg. Geh weg, dahin. Orks, was haben wir denn da? Die beiden zum Beispiel können jetzt in den Workshop. Workshop und der Rest trainiert. Ich weiß jetzt nicht, wie gut ein Zombie oder... Noch ein Vampir? Wie, was, wo? Warum kriegen wir jetzt Vampire? Ich hätte gedacht, die kommen, wenn wir irgendwelche Leute umbringen oder so. Achso, sind sie ja vielleicht auch. Aus den Knochen ist denn so ein Grab geworden und dann kann random da ein Untoter rauskommen? Wäre interessant, ja. Achso, und wir machen mal eine kleine Expedition. Geh mal von hier aus Richtung da. Und guck mal, ob wir hier auf Wasser stoßen. Sonst könnten wir das Eisen noch mitnehmen. Und hier hinten ist auch noch Gold, aber da wird der Fluss im Weg sein. Bin mir relativ sicher. Ein Goblin und ein Goblin. Die beiden. Goblin. Die schicken wir gleich trainieren, richtig. Nicht Workshop, Training. Ihr dürft erst in Workshop, wenn ihr einigermaßen hochlevelig seid. Auch wenn die nicht wirklich gut kämpfen können, denke ich, könnte es von Vorteil sein, dass sie einen höheren Level haben im Workshop. Wir werden von Maliten angegriffen. Okay, du, grab mal, du bist da. Dann nimm mal 19, 17. Wir haben keinen Ogre mehr, ne? Nein. 27, 14. Nee, nehmen die Orks. Die alle keine Waffen haben. Ja, fast keine. 28, 17. Nimm mal Ostern oder Vampir. 19, 11, 19, 17. Nimm mal den Vampir, kontrollier den. Guck mal, was für Fähigkeiten er hat. Gar keine. Da steht zwar Sorcery Basic, aber ich sehe nichts. Wow. Leave Control. Aktiviere das Team. Geh auf die Banditen los. Du. Kontrollieren. Zack, 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 zack. Da flieht einer. Und hat sich ergeben. Das war's. Du hörst Schnarchen? Okay. Leave Control. Wir haben einen Ork verloren. Und wahrscheinlich gleich noch einen, weil der da ausblutet. Trotzdem noch vertretbar. Bitte hier, Library. Eisenverarbeitung. Oder Fallen. Eisenverarbeitung. Dann machen wir jetzt die Schmiede. Bau bitte hier die Schmiede rein. So. Noch mehr Gefangene. So, hier können wir wieder weitergraben. Das heißt, die sollten eigentlich jetzt durchgehend... Wow, und wir können ja mal einen davon umbringen lassen. Und gucken, was passiert. Ob wir dann irgendwas Besonderes bekommen. Und der Rest... Torture... Du hast Execution, du hast Torture. Und bau bitte Manufactories Forge. Das geht ganz schön ins Eisen. So. Du wartest auf deine Exekution. Wer macht das? Macht das ein Imp? Spielt ihr nur zusammen? Fangen oder so? Nee, macht er nichts. Fehlt ein Raum? Ein Ritualraum vielleicht? Ah, das könnte es wirklich sein. Machen wir hier ein Ritual. Oh. Hier einen ganz kleinen Ritualraum hin.
Und vielleicht kann er denn da ritualisierende Weise umgebracht werden. Neuer Ork, sehr gut. Was macht der Keeper da schon wieder? Studying. Du studiest nicht. Das sehe ich doch. Ernsthaft, was machst du da? Bist du jetzt besser ausgerüstet? Du hast eine Keule geholt. Okay, das ist ein Problem. Wir brauchen hier eine Kammer, die von da und da zu erreichen ist. Und da tun wir die Waffen rein. Und ja, wir tun die Waffen direkt neben das Gefängnis. Das finde ich eine sehr sinnvolle Idee. Equipment bitte hier einlagern. Das da oben ist ab sofort nicht mehr für Equipment zuständig. Remove Construction. So, das ist jetzt nur noch für Ressourcen. So. Deswegen ist der Keeper letztes Mal immer nach oben gegangen, weil er irgendeine neue Lederkappe war oder was weiß ich. Das ist nicht gut. Lederrüstung, ja. Bitte Bücherei erweitern. So. Hier schon mal mehr Platz machen. Für noch mehr Bücher. Und wo war jetzt unser Probeschacht? Da. Und grab mal hier rein, hol das ganze Eisen. So. Das ist jetzt wirklich gut, dass ich jetzt weiß, warum der nach vorne gelaufen ist. Also es war nicht der Hauptgrund, warum er gestorben ist letztes Mal. Der Hauptgrund war, dass ich zu leichtfertig damit umgegangen bin. Ich habe ihn ja einmal kontrolliert und ihn weggeschickt nach unten. Und dann dachte ich, er bleibt unten. Aber nö. Er hat sich nur gewundert, hey, warum bin ich gerade nach unten gegangen? Ich wollte doch eine Lederkappe holen und ist wieder nach oben gegangen. Und da wir dich nicht umbringen können, foltern wir dich jetzt auch mal. Für noch mehr Mana und so. Goldstatuen. Ja, bau nochmal 2 Goldstatuen. Bling, bling. Für noch mehr Viecher. Ein Oger. Das ist sehr gut. Oh, stimmt. Wir sollten die Orks wieder durchgehen. Du musst nicht mehr trainieren. Du kannst im Workshop. Du kannst in die Forge. Du kannst in die Forge. Du kannst in die Forge. Du kannst in den Workshop. Du kannst in die Forge. So, das sollte jetzt einen recht guten Boost an Ausrüstung geben. Du wirst angegriffen von Zachasmus, dem Zyklopen. Ja, nee, ist klar. Gerade wo es gut läuft, ha? Huh? Okay, wie machen wir das? Wir machen... Also wir sollten auf keinen Fall gegen einen Zyklopen in engen Räumen kämpfen, weil dann kann er immer einen von uns töten, macht einen Schritt vor, tötet einen von uns. Wir müssen ihn umzingeln. Also machen wir ein neues Team. Da kommst du noch mit zu. Die ganzen Billig-Orks mit zu. Die Vampire. Und die beiden Zombies. Und ihr geht jetzt alle hier raus. So, aktiv da raus. Raus, 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 raus. Hoch, 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 hoch. Gut. Und jetzt umzingelt ihr den Zyklopen. Werdet ihr wohl mal angreifen. Keiner traut sich ran. Der ist ästhetisch. Natürlich ist er das. Er kann gerade Orgs one-hitten. Und die Vampire machen gar nichts. Kontrollieren wir den Vampir hier und geh auf den Zyklopen los. Oh. Er darf nicht ins Sonnenlicht laufen. Ernsthaft? Okay, dann lungern wir jetzt hier rum, bis der Zyklop näher kommt. Komm her. Okay. Du bist verletzt. Du vermisst, also du triffst den Zyklopen nicht. Du brichst zusammen. Wir werden jetzt echt nicht von einem Zyklopen getötet, oder? Dein Schädel ist zerschmettert. Dein Knie ist zertrümmert. Und überall.
Er ist kein bisschen angeschlagen. Aber wir sind ein Vampir, wir halten das aus.